Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Death Stranding. Sam hat einen Auftrag, den er innerhalb von ungefähr 40 Minuten abschließen muss. Wir schauen mal auf die Karte, wo wir hin sollen. Wir sollen, sollen wir da hin? Ist das unser Ziel? Dringend, ja, das ist das Ziel. Das ist natürlich am anderen Ende des Berges. Super. Wir müssen da jetzt hoch. Waffeneinschränkung aufgehoben. Ich habe Sam mit einem schicken goldenen Kraftskelett ausgerüstet, damit er besser laufen kann hier im Gebirge, damit er seine Fracht besser tragen kann. Den Lastenschweber brauchen wir dafür jetzt erstmal nicht. Wir müssen dringend Blut transportieren. Es gab einen Unfall und da müssen wir jetzt aushelfen. Hier wieder schön durchs Gebirge. Doch ich denke, das werden wir schon schaffen. Wir haben den anderen Weg ja auch geschafft. Wir rollen ein paar Steine vom Berg. Na super. Kommt jetzt hier noch eine Lawine? Gott, Sam. Weiche den bloß aus. Lass dich hier nicht erschlagen. Was das für Brocken sind. Gott. Steht ein Schild. Ja. Einer aufgestellt. Oh mein Gott, seht ihr diesen Brocken? Oh! Gott, oh Gott. Sam, halt an. Gott, da geht's nicht lang. Okay, laufen wir hier am Geröll entlang und hoffen, dass wir uns hier nicht erschlagen lassen. Müssen hier irgendwie darüber. Gut, da rollen auch die Steine runter. Oh mein Gott! Los, weg das denn! Komm mal vor, wie in irgendwelchen anderen... Oh Gott, das kenne ich nur aus Tomb Raider oder so. Jetzt hier noch ein bisschen aussehen wie Harrison Ford. Und dann können wir hier einen auf Jäger des verlorenen Schatzes machen. Oh Gott, Sam! Wir haben Schnee. Schaut mal, Schnee. Jetzt gucke ich ja nochmal auf die Karte hier. Nicht, dass ich mich hier im Gebirge verirre. Das will ich nicht. Na, jetzt eiern wir durch den Schnee und so wie ich jetzt schon erfahren habe, ist Schnee blöder als Regen. Da geht es runter. Kletterverankerung. Sam, bleib stehen. Kletterverankerung. Ja, das war knapp. So, rein da in die Erde. Und ab geht's nach unten. Das Gelbe da unten. Das ist aber nicht unser Ziel. Seht ihr das? Diesen gelben Punkt? Finden wir noch irgendwann raus, denke ich mal. Das ist ein Raumschiff. So, Ende im Gelände vom Seil. Und ich werde nicht so viele Kletterverankerungen verschwenden hier. Denn wie ihr seht, geht es da gleich noch viel steiler runter.
So, Karte. Karte sagt, sieht gut aus. Kletterverankerung. Jetzt nehmen wir eine. Rein da in die. Na, Sam, du sollst die Kletterverankerung nehmen, nicht wegpacken. Da. Erde. Da rein. Genau. So, mach doch, was ich sage. Und runter geht's den Berg. Nee, nicht hochklettern. Runter. Der hat einen Briefkasten deponiert. So, Seil ist schon wieder zu Ende. Jetzt nehmen wir das nächste Seil. Ja, was soll der Geist? Einen Boden, der geht's nicht. Na nicht. Nur aber, ich will das Seil montieren. Hier geht's. So. Jetzt fährt der Briefkasten hoch. So, was sagt denn die Karte? Ist das da hinten etwa ein Mühlgebiet? Seht ihr das da hinten? Diese orangene Leuchten? Oh mein Gott. Fürchte, ja. Steht da kein Schild? Bitte dranbleiben. Ja, bitte dranbleiben. Das ist ein Mühlgebiet. Ah, na super. Die nun wieder. Und wir müssen da... Natürlich, mittendurch. Naja. So, hier. Komm, Sam. Ja, Samsa. Ich hab's so schnell gepinkt. Anscheinend hast du einen Einbruchsensor ausgelöst. Ja. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Fracht. Na super. Pass auf. Das könnte Ärger geben. Ja. Dann möbeln wir die halt. Wartet mal. Hier, ich habe doch. Nee, die wollte ich nicht. Wo ist die? Da. Die da. Nee, Haftwaffe nicht. Nee, falsche Waffe. Wo ist sie? Meine nicht tödliche... Nicht den Lastenschweber. Da ist es. Nicht tödliche Sturmgewehr. Leute, ihr werdet jetzt von mir beballert. So, du bist erledigt. Du auch. Hä? Vermögen mich ja alle? Ja. Du? Und du? Irgendwer beschießt mich hier von irgendwo noch. Da hinten? Da hinten. Da. Mann! Die sind doch alle gepanzert hier. Nur Sam ist es nicht. Jetzt weiß ich auch, warum es den Panzer gab. Hätte ich bloß... Ah, Mist. Hätte ich den mal bloß genommen? Nee, lass mich nicht nur mich überfahren hier. Vielleicht vergesse ich mich hier mit Auto. Wir müssen auch mittendurch da. Bist du gerade alleine gefahren?
Ja, warum fährst du hier denn ins... Egal. Ja, ich hab keine... Überfährt ihr mich? Na, wie finde ich das denn? Das ist irgendwie gar nicht mehr witzig hier, Leute. Hier ist gleich hinüber. Naja, nee, lasst mich einfach durch. Ja. Lasst mich passieren. Oh Gott. Lauf, Sam, lauf! Keine Ausrüstung mehr, die Kugeln sind alle. Lauf! Gleich hast du es geschafft. Komm schon wieder hinter mir hergeeiert da. Mach, ich muss doch wieder rot leuchten. Lauf, Sam, lauf! Pack die doofe Waffe weg, die brauchen wir doch gar nicht mehr. Da, pack weg. Aber nicht. Ist der nämlich schneller, wenn die mich dran hat. Ab durch den Wald, ab durch den Wald, ab durch den Wald, ab durch den Wald. Ich kann nicht mehr noch hier so ein Käferchen. Los, iss mal. Iss mal beim Rennen. Ab durch den Wald hier, Sam. Lauf, was das Zeug hält. Jetzt sind wir hier im Urwald. Kommen hier gleich Dinos angerannt. Hört doch mal auf, mich zu verfolgen. So, ist mal beim Laufen hier, so. Kann ich aber auch langsam mal aufhören hier. Nicht zu verfolgen. Sam, wir glauben, dass du an eine lokale Terrorzelle geraten bist. Ja, glaube ich auch langsam. Ex-Mules, die komplett vom Weg abgekommen sind. Frachtdiebstahl reicht denen nicht mehr. Chaos und Zerstörung sind jetzt ihre Drohung. Die hören gar nicht mehr auf. Du hast deine Pracht beschützt. Tolle Arbeit. Aber doch, jetzt so haben sie auch gehört. Du die bestimmt nicht los. Halt die Augen offen, ja? Oh Gott, war das aufregend. Nicht mehr ein halben Herzkraft bei hier. So, wir sind auch noch auf dem richtigen Weg. Lauf, Sam. Ich glaube, da vorne. Genau, da vorne. Das sieht aus wie so ein... Ja. Wir haben das Ziel vor Augen. Halbe Stunde Zeit noch etwa. Ich glaube, ich hätte einfach von vornherein einfach nur durchrennen sollen. Das Abschießen hat zu viel Zeit gekostet. Die Waffe war ganz nett. Aber zu wenig Munition. Und ich hätte mich wahrscheinlich tatsächlich mit diesem Panzer ausrüsten sollen. Hatte einen Grund. Wow. Jetzt kann er aber flitzen hier. Mit einem schicken goldenen Kraftskelett. Glänzen richtig die Beine. Edel geht die Welt zugrunde. Bibi sieht glücklich aus. Na super, ne? Wenigstens einer. Hier steht ein großer Truck. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben es erreicht, das Ziel. Und liefern mal das Blut ab. Ist natürlich ein bisschen beschädigt worden. Unserer Flucht. Aber ist ja noch nicht komplett rot. Vielleicht ist es noch nicht so.
So, ist ja nichts. Darf ich mal kurz verschnaufen. Schnell du warst. Hey, pass auf dich auf. Wäre bitter, so jemanden wie dich zu verlieren. Wir haben nur eine Viertelstunde gebraucht, nicht mal ganz. Wir sind jetzt Elite-Transporteur. Na, wenn das mal nichts ist. Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Diese Separatisten-Herrscher denken echt, dieses Land gehört ihnen. Na, vielleicht haben sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße. Wir müssen vorsichtiger sein, die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sam. Wirklich. Ich höre, macht das chirale Netzwerk Fortschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Ah, ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal, hä? Aber sicher doch. Na, wir kommen immer weiter in den Westen rein. Sturmgewehr. Level 2. Okay. Und das nicht tödliche Sturmgewehr auch Level 2. Super. Das machen wir diesmal auch. Schicken wir Sam mal schlafen und duschen, sich ausrüsten. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Mir fällt ja auch lustig ins Bett. Amelie.
Hicks und seine Leute sind da. Sie haben Edgenot City erreicht. Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot, die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmerstreifen geht es. Sie sind überall. Wo ist dein Capo? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kipo, wo ist es? Sam, ich werde am Strand auf dich warten. Wir werden den Sam jetzt erstmal nochmal duschen schicken, sich ein bisschen ausruhen lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.